Hallo und willkommen bei Muskelwaiter. Ich bin heute in der Space Side. Ich bin heute bei Tormore. Ich habe heute den Tormore 16 Jahre im Glas. Wird in Batches abgefüllt. Ich habe das Batch B1905 bei eBay ersteigert, das Sample. Joa, nicht ersteigert, gekauft. Was gibt es zu Tormore zu sagen? Ich habe von Tormore noch nichts im Glas gehabt. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Tormore produziert vor allem für Pernod in Blends und soll daher ein Geheimtipp für Speyside Whiskys sein, weil bis jetzt kaum Single Malts davon vorhanden sind. Ja, ich bin mal gespannt. Man hört viel Gutes, 48% Volumen. Mal sehen. 16 Jahre. Die Eckdaten klingen schon mal gut. Trinkstärke, Alkoholvolumen, Small Batches. Klingt eigentlich super. Also das Erste, was ich in der Nase habe, ist eine Malzigkeit. Ich finde, er hat eine sehr deutliche Malznote. Dazu Orange. Ein Hauch von Vanille vielleicht, aber minimal. Also dominant ist für mich die Malznote und die Orangennote. Könnte aber auch so in Richtung Apfelsin oder sowas gehen, da will ich mich nicht richtig festlegen. Er riecht auf jeden Fall schön fruchtig und malzig. Zum Wohl. Schön Eiche, aber nicht überladend. Eine sehr schöne Würzigkeit. Gefällt mir sehr gut. Ein Hauch von Pfeffer. Aber wirklich nur ein Hauch. Ich habe jetzt im Abgang nochmal so ein bisschen leichte Tannine vom Fass. Dazu ist der schön fruchtig. Es bleibt bei der Orange, es bleibt bei dem Malz. Ich würde tatsächlich sagen, es geht auch so ein bisschen in Richtung. Ja, Apfelbirne, sowas. So Naschi-Birne oder so. Eine schöne Süße hat er. Puh, also. Wenn die solchen Single Malt herstellen, warum vergeuden die sowas für die Blends? Warum produzieren die nicht mehr eigene Abfüllungen? Da kann man doch viel mehr Geld mitmachen. Jetzt ist er auch an der Nase ein bisschen heller. Die hellen Früchte, so Apfel, Birne, vielleicht auch ein bisschen Traube kommen durch. Es bleibt aber über allem schwebt diese Malzigkeit, diese Malznote. Die Orange bleibt. Die Vanille habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr so stark. Wunderbar eingebundener Alkohol, man merkt nichts davon. Also. Im Geschmack, klar, der hat Würzigkeit, der hat Antritt, aber genau so wie ein Whisky sein muss. Der ist nicht wässrig, er ist nicht scharf. Prozent stehen ihm super.
Eiche, Würzigkeit, Hauch von Pfeffer, dazu die Fruchtnoten. Ah, lecker. Also, die sind auf einem verdammt guten Weg und die sollten mehr selber machen. Der Abgang ist lang. Schöne Eichenwürze auch im Abgang. Bisschen Tannine, aber nicht störend, kein Stück. Bisschen der Holzeinfluss. Boah, sehr lecker. Ich glaube 70 € die Flasche. Bei 16 Jahren. Also, das ist er wert, muss man sagen. Toller Whisky. Ich weiß, bei so Batch-Abfüllungen, das hat natürlich auch immer den Vor- und den Nachteil, dass sie so ein bisschen schwanken. Man kann sehr gute kriegen, man kann aber auch mal so ein schwarzes Schaf dabei haben. Mir gefällt er sehr gut. Das bedeutet für mich, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass hier eine Flasche mal irgendwann landet, weil sollte der mal irgendwo im Angebot sein, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, mir einen zu schnappen. Mir gefällt er gut. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch in Ordnung. Und Tomor hat nicht jeder zu Hause rumstehen. Das ist natürlich auch immer nochmal so ein, wenn man nach Corona mal wieder Freunde und Bekannte hier haben darf und dann vielleicht auch mal einen Whisky-Trinker dabei hat, dann kann man auch mal was hinstellen, was nicht jeder hat. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Abonniert gerne meinen Kanal, schaut, was noch so dabei ist. Da werden die nächsten Tage noch die ein oder andere interessante Abfüllung kommen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schaut auch mal auf meinen anderen sozialen Kanälen, Instagram, Facebook und Co. Lasst mir einen Kommentar da, wenn ihr von Tomor schon mal was hattet, wenn ihr die irgendwie den 14-Jährigen oder den 16-Jährigen schon probieren konntet oder sonst irgendwas von Tomor. Keine Ahnung, ob da sonst noch irgendwas verfügbar ist. Und ich freue mich über jede Interaktion mit euch. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid. Bis dahin. Ciao.